Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit mir. Letztes Mal gab es so ein bisschen Verwirrung, also wir haben uns ja für den Namen entschieden und diese Woche wollten wir euch unbedingt mitteilen, wie der Name nun lautet. Ich werde jetzt ein bisschen ihr Zimmer dekorieren und beim Dekorieren werdet ihr auch gleich erfahren, wie denn, wofür wir uns denn jetzt entschieden haben. Ich bin total aufgeregt. Also es hat ziemlich lange gedauert, bis wir uns entschlossen haben, okay, das wird es. Warum? Weil der Name immer wieder überall aufgetaucht ist. Ich habe den Namen davor noch nie gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Und komischerweise, erst als ich mich dafür entschieden habe, beziehungsweise ich durfte mich diesmal entscheiden, ist der Name mir überall wieder aufgetaucht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen. Die kleine Maus muss so heißen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt in ihr Zimmer. So, meine Lieben, das ist ihr Zimmer. Das sind die Gardinen. Ich liebe die Gardinen. Die zeige ich euch jetzt einmal kurz. Die sind so schön. Das sind so Luftballonsgardinen. Und ich habe dann einfach hier so zwei Schals daneben angemacht. Und ja, das ist übrigens noch eine Fensterdekoration. Die wird heute noch angebracht. Also das Zimmer ist noch natürlich relativ leer. Hier habe ich ihren Kleiderschrank. Ich wollte auf jeden Fall etwas, was sie nicht nur als Baby benutzen kann, sondern halt auch später, wenn sie bis 10, 12, 13, also ein Kleiderschrank, den sie halt auch später noch nutzen kann. Und ja, das sind so, ich muss sagen, ich habe nur das gekauft. Ein, zwei Sachen habe ich geschenkt bekommen. Und das hier unten sind alles Hamsas alte Klamotten, die ich jetzt bei ihr dann auch wieder benutzen werde, weil die Sachen sind halt zum Teil echt nur wenig getragen und ich sehe das gar nicht ein, jetzt für auch so neutrale Farben jetzt nochmal für sie neue Sachen zu kaufen. Finde ich ein bisschen unnötig. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass sie es nicht verdient hat oder so, aber ich finde es, also man kann das Geld halt auch für andere Sachen ausgeben. So, jetzt geht es darum, dass ich diese Wand natürlich hier gestalten möchte. Und ihr seht, ich habe schon ein, zwei Sticker aufgeklebt. Das ist so eine Wanddekoration, die werde ich jetzt hier anbringen. Und beim Anbringen werdet ihr dann ja auch sehen, wie der Name dann lautet. Ich werde euch natürlich alles, wo ich das bestellt habe, das ist alles selber gekauft, werde ich euch alles in der Infobox verlinken. Auch den Schrank und so weiter. Einfach damit halt diese Fragen nicht aufkommen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Hamza, ist das für deine Schwester, Nijin? Hä? Dann werde ich jetzt das mal zu Ende kleben. Und gleich seht ihr dann im Anschluss den Namen. Kommst du hierher? Komm mal hierher. Wir sind noch am Aufkleben. Ist noch nicht fertig. Ja, es nimmt auf jeden Fall ein bisschen Gestalt an. Ich finde es so süß. Es sieht so süß aus. Ohne Scheiß. Richtig, richtig cool. Au! Nicht beißen. Hör auf damit. Das tut weh, Hamza. Seht ihr, das hat mich schon wieder gebissen. So, ich habe das jetzt hier alles heute aufgeklebt. Da fehlen noch diese Längsstreifen, die macht dann wahrscheinlich mein Mann, weil ich da oben einfach nicht ankomme. Und jetzt klebe ich hier den Namen von der kleinen Maus auf. Hi, Hamza! Sade. Also wir haben uns für den Namen Sade entschieden. Wir wollten halt einen Namen haben, der einfach ist, kurz ist, wie bei Hamza. Und ja, halt, wie gesagt, auch keinen Doppelnamen. Und dein kleines Geschwisterchen heißt Sade, mein Schatz. Ja, das gefällt dir, ne? Ja, wie gefällt euch der Name? Ich hoffe, der Name gefällt euch auch. Also wir fanden den ziemlich gut, passt auch sehr gut zu unserem Nachnamen, der übrigens nicht Erbenet ist. Das ist übrigens mein Mädchenname, aber... So, ich habe hier noch Hamsas alten Klamotten gewaschen und die habe ich jetzt hier in so ein Ding reingepackt. Die werde ich jetzt an jemanden verschenken, der vielleicht die Kleidung nötig hat, beziehungsweise der... Oder diejenige, die ein Kind erwartet und halt vielleicht nicht das nötige Kleingeld hat, um noch so viele Klamotten zu kaufen. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall spenden. Ja, und hier wäscht auch schon die nächste Party. Also sind insgesamt 2 bis 3 Sachen, die dann noch gespendet werden. Und ja, oben läuft der Trockner. Hamza und seine Vorliebe, ne? Ey,
Ja, dann habe ich hier noch einen Stillsack und da unten auch noch. Und den möchte ich auch gerne waschen, weil der so muffig nach Feuchtigkeit riecht. Ich habe jetzt auch die ganzen Klamotten, die halt so gestunken haben nach Feuchtigkeit, nach, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, nach so, nach Schimmel, so leichter Schimmelgeruch. Weil ich habe die Sachen halt im Keller gelagert und ich glaube, da war so ein bisschen feucht. Und ich habe die Sachen jetzt alle mit Essig nochmal vorgewaschen. Und der Geruch ist raus, also das hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt dieses Stillkissen hier noch irgendwie gewaschen bekomme. Oh, ich könnte mir das jetzt den ganzen Tag hier angucken, so schön finde ich das. Ach, mein Schatz, ich hoffe, du kommst heile auf die Welt. Nee, nein. Genau. Das ist ein grüner Bären. So, wir spielen jetzt hier nochmal eine Runde. Und dann muss ich auch schon Essen machen. Guck mal hier so rum. Toll! Er liebt das ja, ne? Nee, das musst du andersrum drehen und hier rein tun. Das ist eine... Genau, super! Ich nehme mal den. Ja, klasse! Ja, wir spielen, wie gesagt, noch eine Runde hier. Euer kleiner Jedemäß. Euer kleiner ist in deiner Nisse. So, ich bin jetzt dabei, das Abendessen zu kochen. Hier habe ich schon die Auberginen vorbereitet. Die müssen vorher in Wasser eingelegt werden und angebraten werden, also fettig pur. Da kommt dann eine Hackfleisch-Zwiebelmischung mit Tomaten und so weiter rein. Und dann kommt das nachher alles im Ofen. Und ja, ich bin schweißgebadet. Ihr hättet das anbraten sehen sollen. Es ist scheiße, dass ich nicht gefilmt habe. Aber ich dachte, scheiße, der Rauchmelder geht jede Sekunde an, weil hier war Dampf ohne Ende. So, irgendwie kann das hier noch mehr ein bisschen mehr Schmackes haben. Obwohl hier die Flamme schon auf höchster Stufe ist. Geht das hier einiges noch nicht? Naja, warten wir noch mal ein bisschen. Gut. Hot, hot, hot. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen verschwitzt, muss ich sagen. Weil das war jetzt ganz schön heiß. So, wir haben das jetzt kurz vor 7, glaube ich. Müsste es sein. Und Sami kommt erst um 8, zwischen 8 und 9. Also das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ja. 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 So ungefähr sieht das jetzt fertig aus. Und das muss jetzt noch im Backofen. Und dann gibt es ein bisschen Reis dazu, ein bisschen Joghurt. That's it. So, jetzt bin ich aber auch geschafft. Jetzt muss ich mir sie mal hinsetzen. Okay, hier ist gerade eine neue Dizzy angefangen. Sehr spannend. Alle haben das mir empfohlen. Deswegen werde ich mir das jetzt reinziehen, solange ich kann. So, ich war gerade duschen, wie man unschwer erkennen kann. Ich warte jetzt auf Sami, der kommt nämlich gleich. Sollte gleich kommen. Und Hamza spielt hier mit seinem Laptop wieder verrückt. Ey, wie kann man nur so laptopsüchtig sein, ja? Ich meine, das ist ein Lernlaptop für Kinder, ja, aber das ist ja so sein Ding. Ich zeig. Schatz. Schatz. Hallo, ich bin Pubert. Bist du noch da? Finde das Wort, das zum Bild passt. Der Sieg finde das Wort, das zum Bild passt. Lampe. Immer wenn diese Lampe sagt, dieser Laptop Lampe, das hört sich hier mal an wie L-Ampe. Oh Gott. Salam alaikum. Alaikum salam. Wer ist denn da? Hamza, wer ist denn da? Hamza! Ich hieß Basil. Ich hole dich jetzt. Ist Papa da? Hamza? Oh! Hizmet. Da war du, Hizmet. Ich hole dich jetzt. Da. Der Turm 2.
Ja, das war knapp. Was hast du denn gekauft? Hier Leckeres. Nice. Hm, ich schwöre es euch, als hätte er es geahnt. Ich hätte da auch so eine Lust drauf, ne? Oh, lecker. Okay. Na geil, 6 Kilo hatte hier noch irgendwelche Torten mitgekauft. Ich glaube, da hatte jemand einen kleinen Anfall. Ich war es jetzt nicht. Das war eher Sami, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das unterstützt mich jetzt nicht gerade bei meiner Diät. Aber naja. Okay, dann ab in den Kühlschrank und jo. Du bist eine E-Mail. Tja. Hä? Warte, du bist eine E-Mail, ne? Benji. Ja, das Problem ist jetzt, das auch gerade hinzukriegen. Ich zeige euch gleich das Ergebnis, wenn es fertig ist. Oh, dieses fertige Ergebnis, das sieht so schön aus. Ich kann es kaum erwarten, bis meine kleine Maus endlich da ist. So, also da wäre ich jetzt leider nicht mehr rangekommen, deswegen habe ich jetzt Hilfe von meinem Mann benötigt. So, das ist jetzt fertig. Das Bett steht hier, wie gesagt. Und dann habe ich hier noch so ein Deko-Element. Das ist ein Schäfchen. Ich liebe ja diese Farben, so Mint, ne? Und hier kann man das Licht anmachen. Wartet. So. Das, was so ein bisschen gruselig ist, sind die Augen. Aber ja, auch sehr schön. Also ich verlinke euch alles in der Infobox, wie gesagt, wo ich was bestellt habe. Und ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Und hier meine letzten beiden Videos. Und ja, sagt mir doch einfach mal, wie ihr so den Namen findet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Einschalten.